müssen sich vorstellen, der Flohmarkt in Damaskus ist ein bestehender Markt und keine Wochenende, provisorische Ecke. Und die Läden sind so klein, dass die Ware auf die Straße hinausquollen. Bürgersteig wie Fahrbahn waren belegt. Ich komme mit meinem Großvater schon, nach einer Weile einigt er sich mit einer Verkäuferin über den Kreisel. Ich habe noch nie in meinem Leben das Wort Flohmarkt gehört. Es heißt auch auf Arabisch so Zug, Kmele, das heißt Flöchenmarkt. Die Araber übertreiben nicht wie die Deutschen, sondern das Floh ist so sehr klein. Und dort saß ein Mann in einem Laden ohne nicht nur Zettel vor sich und ein Telefon. Ich habe gesagt, was verkauft er denn da? Ich sagte, der kauft und verkauft Bücher, Häuser und Wohnungen. Aber das ist nicht wichtig. Er vertreibt Gerüchte. Wissen Sie, Gerüchte sind die einzigen Nachrichten in Syrien, die nicht zensiert sind. Und ein Damaszener zählt ihre sich glücklich vor dem Einschlafen, wenn er drei Gerüchte gehört und zwei verbreitet hat, dann ist die Bilanz in Ordnung. Und dann sahen sie, wo wir noch bei diesem Mann stehen, eine riesen Menschenansammlung, ungefähr wie hier. Und eine Frau spricht mit einem Mann und sagte ihm, doch, ich kann meinen Mann verkaufen. Da sagte er, das dürfen Sie nicht, das dürfen Sie nicht. Und da sagte mein Großvater, jetzt wird das spannend, komm mit. Und wir kamen hinten an. Und da sagte mein Großvater, mach Platz für das Waisenkind, mach Platz für das Waisenkind. Und meine Damen und Herren, nichts auf der Welt bewegt einen schwergewichtigen Araber wie das Wort, mach Platz für ein Waisenkind. Also machten sie einen Tunnel und er schlüpfte wie ein Fuchs hinter meinen Schatten, bis wir in die vorderste Reihe kamen. Da schaute ich ihn zornig an, meine Eltern waren gerade 30 geworden. Da habe ich gesagt, Waisenkind? Und ohne mit dem Wimper zu zucken, schaut er nach vorne und sagt, in 70 Jahren schon. Ich habe nicht gelogen, ich habe nur eine verfrühte Wahrheit gesagt. Und auch wir haben eine Reihe von weißen Kindern hier und ohne verfrühte Wahrheit wäre kein Prophet im Orient aufgestanden, sagte er. Und vorne saß ein Mann mit einem Schild und er stand drauf zum Verkaufen. Und die Frau spricht mit diesem jungen Mann, der sagte Menschenrechte und so weiter, dachte ich verkaufe ihn. Warum willst du ihn verkaufen? Sagte er, spricht überhaupt nicht. Pro Woche ein Wort, das ist mir zu wenig, dachte die Frau. Und ein Mann kam elegant und sagte, ich nehme ihn. Wir können ihn besuchen, aber meine Pferde haben nichts dagegen, dass er nicht spricht. Ich brauche einen Mann für meine Pferde. Das hat in mir so lange gewühlt auf dem Rückweg und dann habe ich meinen Großvater gefragt, verkaufe ich die Oma auch? Sie will mich jeden Tag verkaufen, aber ich erzähle ihr so lange, bis sie das vergisst. Vor dem Einschlafen sagt sie, morgen verkaufe ich dich. Und so beschloss ich, Erzähler zu werden, damit die Frauen mich nicht verkaufen. Meine Damen und Herren, was Sie jetzt hier mal ist, das Imutsche erleben wir, sei das, was Ernst Bloch mal als Handlungsanleitung ausgab, nämlich das fabelnde